Regel Nummer 1. Es wird nicht gerannt. Ein Fuß berührt immer den Boden beim Walking Football. Regel Nummer 2. Ball flach halten. Der Ball darf nicht über Hüfthöhe kommen. Und daher wollen wir den Ball auch unter der Hüfte lassen. Okay. Ich entschuldige mich. Und Regel Nummer 3. Es wird zwar leidenschaftlich gekämpft, aber fast körperlos gespielt und nie gefoult. Walking Football ist für die Generation 50+, für Menschen, die Fußball gespielt haben oder schon immer mal spielen wollten, deren Gelenke aber inzwischen gegen Extrembelastungen beim Sprinten und Abstoppen protestieren. Ich bin 65. Und du hast nahtlos Fußball gespielt? Ja, seit dem 5. Lebensjahr. 10 Jahre bei Kiel in der Liga gespielt. Und wie ätzend ist das dann, wenn man wegen Knien nicht mehr kann? Furchtbar ist das. Ja, das fehlt Lebensqualität, muss man ganz klar sagen. Wenn Fusi nicht mehr geht und nichts anderes Spaß macht, findet der Sport häufig nur noch im Sessel vor der Glotze statt. Und damit beginnt eine vermeidbare Abwärtsspirale. Borussia Dortmund-Fan. Und da habe ich jedes Spiel gesehen, aber nie gespielt. Von der Couch auf den Ground. Wir sind ja so ein bisschen die verlorene Sportgeneration. Wir dürfen ja eigentlich nur noch Golf spielen, walken und Radfahren. Und jetzt hat der Verband sich mal entschieden, innovativ zu sein und was Neues anzubieten. Und ich finde das großartig. Der Schleswig-Holsteinische Fußballverband will Walking Football groß machen. Um Aufmerksamkeit für den Sport zu generieren, kooperiert er mit der Wissenschaft. Eine Versuchsgruppe soll einmal die Woche trainieren. Bennett Koll, Masterstudent an der Uni Kiel, wird untersuchen, wie sich Walking Football auf Psyche und Fitness der Probanden auswirkt. Das ist die These. Also ich schätze, dass schon was Gutes bei rauskommen wird, gerade weil das Spiel doch recht schnell ist, wie ich gesehen habe. Ist das auch eine Sportart, mit der wir Leute, die schon isoliert und abgekapselt sind, zurückholen können? Ich denke auf jeden Fall. Nun kann nicht jeder in der Versuchsgruppe kicken. Aber der Verband hofft, dass durch das Spotlight auf der Sportart mehr Vereine im Land Walking Football von sich aus anbieten. Also grundsätzlich jeder Verein, der das jetzt für eine sinnvolle Sache hält, dessen Mitglieder das initiativ einfordern, könnte mit dem zur Verfügung stehenden Fußballpersonal sowas auf die Beine stellen. Absolut. Das ist doch eine Aussage. Noch ein wundervoller Punkt. Durch die besonderen Regeln des Walking Football können sich nicht nur 50- und 70-Jährige auf Augenhöhe begegnen, sondern auch Menschen mit und ohne bestimmte Einschränkungen. Weil ich in Kiel im Fußball keinen Anschluss finde, es gibt keinen Verein für Menschen mit Behinderung und deswegen hoffe ich hier eine Heimat zu finden. Aber hau die nicht gleich um, die sollen sich da langsam dran gewöhnen. Ja, ich werde mich benehmen. Also viele kleine Schritte oder große, lange Schritte? Mit was warst du effektiver? Ich würde sagen, viele kleine Schritte ist effektiver, weil man die Kontrolle besser hat über den Ball bei den kleinen Schritten. Hast du sicher auch gemerkt. Du hast immer so lange Schritte gemacht und hast keinen Ball festgehalten. Aber ich wurde viel öfter getunnelt als alle anderen. Ja. Ja, wir nennen ihn Tunnel. Walking Football ist anspruchsvoll. Weil keiner rennt, muss das Passspiel noch präziser sein. Spaß und Anstrengung sind jetzt schon bewiesen. Wer von euch könnte sich vorstellen, das mit Regelmäßigkeit wahrzunehmen? Ja, ja. Okay, ja, Fußball ist Leben. Da ist Geselligkeit drin, da ist Bewegung drin, da ist eigentlich alles drin. Und von daher glaube ich, dass das genau hier das Richtige ist. Das riecht danach. Ja, ich glaube auch. Wir fangen schon an, oder? Ja. Walk it like I talk it, walk it like I talk it.